Hey Leute, was geht ab? Hier ist Magnus und ihr seid wieder beim Fahrerlager. Und ja, letztes Mal haben wir ja die ersten Rennen hier mit unserem neuen Buick GNX absolviert. Wie ihr seht, hat er jetzt auch schon das neue Design drauf. Video dazu ist auch schon online. Und ja, heute werden wir mal den Rest von Graveyard Shift den Kampf ansagen. Aber zuerst schauen wir mal noch, weil wir hatten ja den Grill als Tuning freigeschaltet. Alles klar. Nee, ich lasse da ganz sicher den Seriengrill dran. Ja, wenn es euch gefällt, auf jeden Fall wieder liken, abonnieren nicht vergessen und wir starten direkt mal in die nächsten Rennen rein. Okay, ja, das ist ja gar nicht so weit. Mal schauen. Das könnten wir sogar hinkriegen, aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal, dass wir die nächsten Rennen absolvieren. Ich fliege! 3 Sterne. Wow. Unify-Schalt von Kotflügel. Moment, jetzt haben wir, glaube ich, alle Kotflügel schon freigeschaltet. Kann das sein? Ja, ich glaube. Nice. Aber wie schon gesagt, ich werde bei dem hier jetzt nicht mehr zu viel ändern, weil ja so wie er ist, mir schon extrem gut gefällt. Vor allem mit diesen Old-Arm-Kotflügeln. Speedrun? Ne, kriegen wir nicht hin. Schade. Wow. Das hätten wir hinkriegen können. Ach komm, das probieren wir jetzt gleich noch. Ja, das reicht. Nice. Okay. Ach, der Plakatwand und noch ein Händler. Ich schaue jetzt einfach schnell mal, was für Fahrzeuge wir schon alles freigeschaltet haben. Gut, den Defender, das wissen wir ja schon. GTI. Oh. Das ist natürlich schon echt ein Biest, der BRZ. Aber sonst noch nicht zu viel. Mustang noch. Aber als Offroader werde ich mir die so oder so nicht holen. So, nehmen wir auch schnell das Plakat mit und dann direkt zum nächsten Rennen. Ich glaube, ich muss hier vorne dann links abbiegen, dann. Ja, genau. Boah, voll den Rahmen getroffen. Ach, von der Richtung wäre es auch gegangen. Ups. Alter, wir sind ja
Auf jeden Fall. Ja. Sollte auf jeden Fall kein Problem für uns sein, die Leistungsstufe. Gar kein Problem. Denkst du, du kannst meine Crew nochmal besiegen? Letztes Mal war es ein Kinderspiel. Na dann! Ja, das Lachen wird dir bald vergehen. So. Aber sie sind echt noch dran. Also dafür, dass ich mehr als 10% mehr Leistung habe, sind die echt schnell. Ich glaube, da links sind die hinter mir hier. Nee. Langgezogener Drift. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Leistung, dass wir da schön rumkommen. Nicht mehr lange, ich bin fast im Ziel. Ja, 40 Sekunden noch, das reicht locker. Ach, da ist eine Plakatwand. Stimmt. Hier sind wir, glaube ich, oder? Ja, genau. Die können wir dann noch kleiner mitnehmen. Mein nächster Sieg, La Katrina. Ja, passt doch. Locker unterboten. Bisschen extra Cash. Rares. Tempo 4, bringt uns das noch was? Der Sprung rauf verbessert es nicht, aber das brauchen wir ja jetzt auch nicht unbedingt. Neue Mission freigeschaltet. Nice. Er schießt, du wärst weich geworden, Morgan. Dieses Feuer in dir ist eine nette Überraschung. Kannst es am Brennen halten? Frag doch Nina Navarro. Nicht viele gehen ihr so unter die Haut wie du. Boah, gerade so. Gemacht, mein Freund. Sie will die Rennen in Fortune Valley manipulieren. Ich habe ihre Pläne durchkreuzt. Ja. Ich würde sagen, wir fahren direkt zum nächsten Rennen, oder? Locker flockig. Wenn es unterwegs noch was gibt. Und das Ding ist das natürlich. Kleines Bergrennen. Das sollten wir eigentlich schon hinkriegen. 1 Kilometer driften. Morgan denkt, er sei wieder im Spiel, Leute. Wie wär's, wenn wir seine neue Zuversicht zu Grabe tragen? Ihr könnt's gerne versuchen. Das
bin mal gespannt, wie schwierig das jetzt wird, weil trotzdem, dass wir beim letzten Rennen von Leistungsdaten her krass überlegen waren, haben wir jetzt nicht so überlegen gewonnen. Wow, sorry, ich glaube, ich habe den gerade voll abserviert. Aber wir führen schon mal, das ist nicht schlecht. Wow, wow, wow. Verdammt. Hier das Nitro im Dreck zu zünden, war jetzt nicht die beste Idee. Nein, 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 nicht gegen die Bäume. Boah, wow. Ich dachte gerade schon. Was ist los? Bin ich euch zu schnell? Ey, sag bitte nicht wieder irgendwie solche dummen Sprüche, dann verlieren wir am Ende noch. Die Giftmilder kriegen wir auf jeden Fall hin. Hey, das Nachkürzen. Nur ein Lackschaden. Nice. Und die Zusatzmission haben wir auch abgeschlossen. Perfekt. Verdammt. Nein, nein, nein. Was ist da gerade passiert? Ja, ich bin gefahren wie ein Idiot. Das ist passiert. Oh shit, die sind schon wieder da. Das ist gar nicht schlecht, dass wir jetzt ein bisschen überlegen sind, weil sonst bei meinem Fahrskill könnten wir jedes Rennen fünfmal neu starten. Nein, nein. Oh Gott, ich bin so schlecht. Das war heftig. Wie viele Meter sind es noch? 1 Kilometer. Gut, das reicht. Hoffentlich. Alter, komm, geh mir aus dem Weg jetzt. Oh, so kurz vor dem Ziel. Alter, jetzt block nicht so die Straße. Nee. Das packen wir nicht mehr, oder? Nee. Scheiße. Mann. Das war echt nur durch Dummheit verloren. Denkt, er sei wieder im Spiel, Leute. Wie wär's, wenn wir seine neue Zuversicht zu Grabe tragen? Ihr könnt's gerne versuchen. So, wir wissen ja jetzt, dass wir uns nicht so sehr auf das mit dem Drift konzentrieren müssen, sondern wir es auf jeden Fall locker schaffen. Und irgendwie hatte ich letztes Mal einen besseren Start. Aber wer schiebt irgend so einer von euch jetzt in der Kurve das? Raus? Genau das meinte ich. Kannst du nicht aufpassen? Ja, aber echt, ey. Was soll der Scheiß denn? So, der 2000er GTR ist noch vor uns. Das haben wir gleich. Hoffe ich jedenfalls. Wow. Ich hoffe, wir arschknapp. Und komm rum hier. Wow. Gerade noch so eine Leitplanke reinbekommen. Ne? Zeit in Führung zu gehen. Was denkst du, mache ich hier gerade? Hoffentlich haben wir es jetzt dann am Ende
dieses Mal. Darf man sich ganz so vergeigen. Der bleibt echt gut dran. Die Kurve haben wir jetzt immerhin schon mal gekriegt. Okay, ich kann das Ding gewinnen. Das dachte ich vorher auch. Boah, komm rum hier. Ich will nicht, dass du mit der Front in der Wand einschlägst. So, das ist eine lange Gerade. Da können wir richtig schön was rausholen. Anbremsen und in die Kurve. Nice. Jetzt bloß nicht die Klippe runterspringen. Das wäre so bitter. Yes! Yeah! Ich hab's noch drauf. Ja, zum Glück. Ja, locker easy geschafft. Auspuff Level 4. Nee, der macht uns nur schlechter. Auf jeden Fall mal eintauschen. Weil Cash haben wir ja genug und. Ich glaube, wenn wir die Karten eintauschen, schalten wir auch bald die Felgen frei, oder? Ja, jedenfalls der Kofferraum weg. Wieder gewonnen. Wann fahre ich gegen dich? Schlag meine Crew im nächsten Rennen. Dann reden wir. Ja, das ist doch mal schön. So, wir haben eine Basislieferung erhalten. Ja genau, wir sind Level 3. Na, ja, dann. Regenbogen-Nitro. Geil. Ich würde es ja echt reizen, das dem hier hinten dran zu bappen, aber es wäre schon echt irgendwie ein bisschen zu heftig. Okay, ich muss da hinten in den Kirchplatz reinfahren. Ja, beruhig dich, ey. Ein Schild, das wir mit einem ordentlichen Sprung geschafft haben. Ah, Tuning, Frontleitbleche freigeschaltet. Geil, da ist auch eine Garage, dann werden wir da gleich mal reingehen. Mal kicken. Okay. Nur Sprungaktivität. Frontleibbleche ist nicht verfügbar, schade. Aktivitäten abschließen. Okay, bei dem können wir hier anscheinend nichts machen. Aber kann es sein, dass wir noch irgendwo. Ja, genau, da haben wir noch was zum Eintauschen. Und sonst nichts mehr. Okay. Wie viele Karten müssen wir eigentlich noch eintauschen, damit wir. Eine noch, okay. Ja, komm, machen wir dabei mal den Golf raus für den Subi hier, weil ich möchte mal schauen, was da noch so geht vom. Haben wir hier vielleicht noch Teile, die wir. Boah, soll ich den wieder zurückrüsten? Dann könnten wir Felgen freischalten. Nee, komm, ist auch dumm. Okay. Ja, das sieht immer gut nach Rally aus, das nehmen wir.
Speedruns mit 9 Sternewertung, da ist noch was zu tun. Gut, dann bauen wir die. Schön breit, das nehmen wir doch. Oh ja, mit Carbon. Das sieht immer fett aus. Hinten, da können wir nämlich dran machen, weil wir den Heckstoßfänger wechseln müssen. Gefällt mir sowieso besser, bisschen cleaner. So, Fettbo. Wieso ist eigentlich selbst da am Tankdeckel was angespackst? Das schaut ja übel dumm aus. Okay, fett. Reifentechnisch. Doch, Bremsscheiben können wir machen. Na gut, man sieht rein gar nichts. Dieser Platz ist für die Wracks reserviert, die du in Fortune Valley findest. Ja, danke. Ich möchte eigentlich nur den. Hier, weil wir haben, glaube ich, genau, wir haben rotes Nitro. Nice. Das bauen wir auf jeden Fall mal ein. Reifenquallen, was haben wir da? Türkis, Platinblau, Blau, Platinblau und nochmal Blau. Nee, komm, das lassen wir jetzt einfach mal. Neon haben wir noch gar nichts. Hupen habe ich ja extra keine. Oh. Spoilerlippe, Speedruns. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal ein paar Sachen, mit denen wir Tuning-Objekte freischalten, weil ich möchte eigentlich ein paar Autos customisieren. Gott, ey. Okay, gut. Also wir brauchen Speedruns und fahren mal zum nächsten Tuning-Shop. Ja, ich habe mich die Garage verlassen. Danke dafür. Ist irgendwo in der Nähe ein Tuning Shop oder Speedrunner oder irgend sowas. Wo sind wir denn hier? Am Arsch der Welt oder was? Nein. Ach Gott, ich muss mich echt noch dran gewöhnen, dass er mit dem rechten Stick zoomt, aber gut. Nee, das ist sicher alles am Arsch der Welt. Ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt gar keinen Bock, wieder ewig wohin zu fahren, damit wir. Ich kann mich zwar auch porten. Ich würde sagen, das machen wir dann einfach nächste Folge. Die Zeit wird eh schon wieder ein bisschen länger. Da werden wir noch hoffentlich gegen La Katrina antreten und ein bisschen was am Auto machen können wieder. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Like da lassen, abonnieren nicht vergessen und ja, wir sehen uns nächste Folge. Ciao, ciao.